kommen wir wieder zu der bewährten Methode des Dressingmachens. Ich habe jetzt hier einen Rotweinessig, ich habe einen Apfelessig, ich habe natürlich unser heimisches Rapsöl, ich habe Olivenöl. Es kann jedes Dressing anders schmecken. Ich habe Salz, Pfeffer, Senf. Was ich immer dazu brauche zum Dressing ist Zucker, denn ich finde sauer, ja, es geht überhaupt nicht. Sauer und bitter oft, das geht überhaupt nicht. Man braucht zum Abrunden, das ist mein Salzfass, immer ein bisschen in Zucker. Und wir machen jetzt einfach mal die verschiedensten Dressings hier rein. Also, du kannst mal da dein Schlauchglück oder dein Shakeglück versuchen. Gut. Ich versuch's mal da drin ein bisschen, wollen wir machen? Zwei verschiedene? Ja, machen wir zwei verschiedene. Darf ich einfach mal drauf loswurschteln, wie ich meine? Du kannst drauf loswurschteln. Dressing immer mach. Das kannst du machen. Brauchst du auch Zucker? Ja. Mit dem Salz? Kann ich nicht verraten. Ich schau weg. Ich schau weg, die Josefine schaut zu. Gut. Danke. Magst du Olivenöl oder Rapsöl? Lieber Rapsöl. Dann nimmst du das Rapsöl. Dann mache ich eins mit Olivenöl. Gut. Na, da muss schon noch ein bisschen rein, glaube ich. Ich habe mir jetzt auch gerade vorgestellt, so Feigensenf, das wird bestimmt auch interessant. Hast du mal das einen daheim? Ja, möchtest du? Dann soll ich bei mir zum Rotwein esse ich einen Feigensenf mit rein. Ja, mach du das. Also selbst da macht es doch, ist doch wie in der Hexenküche, oder? Das stimmt. Wie beim Experimentieren, das macht uns doch richtig Spaß. So, ich mach einen Löffel von dem Feigensenf mit rein. Und dann braucht man natürlich auch immer noch ein bisschen Wasser rein. Ja. Gute Idee. Pfeffer? Hast du früher Bioleck angeguckt? Ja. Bioleck kocht mit der großen Pfeffermühle? Ja. Aber wichtiger war die Rotweinflasche dazu. Aber hat sich viele Jahre im Fernsehen gehalten. Ja. Wow.